Ein herzliches Hallo in die Bastelwelt. Heute möchte ich euch zeigen, wie einfach diese schöne Verpackung herzustellen ist. Ich finde sie einfach bezaubernd. Sie ist für Anfänger gut geeignet. Man kann sie in vielerlei Richtungen dekorieren. Eine kleine Überraschung ist es allemal. Das ist auch der Grund, weshalb ich sie jetzt wieder gebastelt habe, denn ich bin in dieser Woche von meinem Postboten sowas von überrascht worden. Ich habe mich da ganz doll drüber gefreut, wie sehr er sich bemüht hat, endlich sein Paket bei mir loszuwerden. Und das sind Menschen, denen man einfach viel zu selten Dankeschön sagt. Und da fand ich diese Sache einfach passend. Klein, nett, aber ein kleines Überraschungspäckchen als Dankeschön. Wir benötigen dazu in diesem Fall das Stempelset So dankbar, dazu die passende Stanze dreierlei Blüten, wir benötigen das Envelope Punchboard und wir legen dann gleich los mit einem Farbkarton in den Maßen 13 x 15, das wir zugeschnitten haben und nun falzen werden. Wir falzen es auf der 15 cm langen Seite. Auf beiden Seiten bei 2 cm. Dafür benutze ich wieder die rechte Seite von der Schneidrille. Meistens benutzen wir ja die linke Seite. Da es aber nur 2 cm sind, falze ich also hier auf der Seite der Skala die 2 cm, drehe es rum, wiederhole es auch bei 2 cm. Diese 13 cm Seite, da falze ich auf der rechten Seite einen Zentimeter, wende es, falze dann bei 3,5, jetzt wieder auf der linken Seite, bei 7 und bei 9,5, wir können dann die Längsseiten alle fein falzen. Natürlich machen wir das mit einem schönen Falzbein, damit die Falzlinien auch schön korrekt sind. Und benötige dann das Envelope Punchboard, um dann alle geknickte Seiten doppelt einzulegen und einmal zu punchen. Das sieht dann so aus. Vorbereitet habe ich das natürlich schon einmal, weil das Punchen ist dann doch eine recht laute Angelegenheit. So sieht es letztendlich aus. Diese einen Zentimeter Klebeleiste habe ich schon mit doppelseitigem Klebeband versehen. Wir kleben die Verpackung zusammen. Ich habe jetzt mal erst die innere Seite genommen. Dass das hier auf ist, das muss euch gar nicht nervös machen. Das hat einfach nur was mit diesem 1 cm Klebeleiste zu tun. Das ist ja nicht gerade viel. Und jetzt klebt es. Das ist nochmal gut gegangen. Festigen das. Hier ebenfalls. Dann habe ich ein etwa, was macht das sein? 25 cm langes Designband. Das ist auch aus dieser Serie. Stammt, das weiß ich jetzt gar nicht, die Farbe. Und damit können wir das schön zusammenbinden und machen eine hübsche Schleife. Das mit der hübschen Schleife, das ist ja immer so ein Ding. Mhm.
mit der hübschen Schleife. Mit ein bisschen Übung und Geduld geht das auch. So, und von innen drücke ich dann auch mal die Seiten, diese Beulen wieder aus. Und füllen tue ich das dieses Mal mit einem ganz einfachen Maß und verschließe die andere Seite genauso wie eben gesehen. Mit der Bemühung, eine hübsche Schleife zu erstellen. Also in diesem Fall ist das auch völlig legal, einen zweiten Knoten zu machen, weil das Papier doch immer wieder das Schleifenband wegdrücken möchte. Das ist völlig in Ordnung. Und dann gelingt das oftmals mit der Schleife auch viel besser. Kürzen wir das Band dementsprechend und schon ist die Verpackung fertig, um dekoriert zu werden. Dazu habe ich ein wenig Designpapier aus der Serie Besondere Designpapier Pink mit Pep in Framelits Project Line, dieses lange Framelit genommen, um den Ausschnitt auszuprägen, den ich jetzt hier aufbringen werde. Also ich finde das jetzt so flott gemacht. Und ich finde sie einfach so wirkungsvoll. Ja, keine so eine 0815-Gedönse, sondern wirklich hübsch. Dann habe ich mir aus dem Stempelset Cupcake, da gibt es diesen Spruch für Naschkatzen, den habe ich mir mehrfach auf einen Streifen aufgeklebt. Und dann mit der Wortstanze immer nochmal ausgestanzt. Aber da möchte ich euch mal einen kleinen Trick zeigen oder eine kleine Sache, die man vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten kann. Ja, ist jetzt nicht so gelungen, aber wo ich eigentlich hin möchte, ist, wenn man dann von der anderen Seite wieder hingeht und noch so ein kleines Eckchen wegschneidet, hat man ganz schnell eben so ein Fähnchen zurechtgestanzt. Wenn man nicht unbedingt die klassische Wortstanze haben möchte. Dann komme ich zu unserem heutigen Stempelset, was wir heute verwenden. Das ist das Stempelset So Dankbar. Und da gibt es diese Dreierblumen, wo die Stanze dreierlei Blüten dazu gehört. Da habe ich mir jetzt auch in diesem Wassermelonen-Farbkarton habe ich mir mal diese Dreierblüten aufgestempelt. Und muss jetzt natürlich schauen, dass ich alle drei Blüten recht gleichmäßig erfasst bekomme, um sie auszustanzen. Fliegen mir natürlich durch die Gegend, was ich jetzt nicht so geplant habe. Man könnte ja jetzt alle drei in Pink übereinander kleben. Finde ich jetzt gerade gar nicht so schön. So habe ich mir die mittlere nochmal auf weißem Farbkarton mit dem Pink, mit dem Farbton Wassermelon aufgestempelt.
und stanze mir eben nur noch diese eine in weiß aus. Mit dem Falzbein setze ich natürlich jetzt den Blütenakzent, indem dass ich die Blättchen mit dem Falzbein alle so ein wenig nachziehe. Sie kommen dann schön nach oben, das finde ich also ganz schmuck. Das mache ich mit allen drei Teilen, die ich verwenden möchte. Jetzt noch das ganz, ganz kleine. Und klebe die schon mal aufeinander. Also ich finde diese eine Blüte da, oder diesen einen Blütenring in weiß, gibt wieder ein bisschen. Da wird es lebendiger durch, möchte ich behaupten. Dann kommt noch auf der Rückseite ein ordentlicher Klecks. Und ich setze die Blüte einfach mal auf. Dann werde ich da in der Mitte noch, weil es jetzt auch viel Platz hat, nehme ich einen großen Strassstein, den ich dort drauf setze. Ich finde das total schön. Letztendlich noch unser Etikettchen. Da habe ich Dimensionals hinterlegt. Jetzt gucke ich mal, sollen wir das so direkt da dran, fände ich es ja auch nicht schlecht. Und fertig ist unsere kleine Verpackung mit einer kleinen Überraschung, mit der man einem Menschen eine kleine Freude machen kann. Beide zusammen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ich diese Bastelarbeit verständlich erklärt habe. Sollten trotz allem Fragen aufgekommen sein, stehe ich selbstverständlich herzlich gerne zur Verfügung. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbasteln und sende kreative Grüße aus Pulheim.